Heute berechnen wir Zinsen. Zinsen berechnet man immer mit einer Formel. Das Kapital mal den Zinsfaktor hoch die Anzahl der Jahre. Kommen wir zu einer Beispielaufgabe. Wenn Sarah über 4 Jahre ein Startkapital von 600 Euro anlegt, zu einem Zinssatz von 1,5%, dann rechnet sich das wie folgt. Wir setzen für das Kapital 600 ein, für den Zinsfaktor 1,015 und für die Anzahl der Jahre setzen wir den Wert 4 ein. Das rechnen wir aus und erhalten den Wert 663,82 €. Kommen wir zu einer anderen Aufgabe. Wie berechnen wir jetzt den exakten Wert an Zinsen, den Sarah bekommen hat? Dazu rechnen wir das Endkapital minus das Anfangskapital. Für das Endkapital setzen wir 636,82 € ein und subtrahieren davon die 600 Euro Anfangskapital. Insgesamt kommt dann raus, dass Sarah in den 4 Jahren 36,82 € Zinsen bekommen hat. Wie viel Zinsen hätte Sarah bekommen, wenn sie nach jedem Jahr die Zinsen, die sie bekommen hat, abgehoben hätte? Dazu müssen wir die Formel etwas umstellen. Und zwar können wir jetzt nicht mehr 4 in den Exponenten schreiben, sondern wir müssen jetzt jedes Mal die Zinsen für jedes Jahr nehmen und neu berechnen. Daraus ergibt sich dann die Formel k mal q minus k mal 4. Also das Kapital mal den Zinssatz minus das Kapital und das Ganze 4-mal. Daraus ergibt sich dann 63 Euro. In diesem Fall hat sie also 82 Cent weniger bekommen, als hätte sie das Geld einfach auf der Bank gelassen.